Das ist Werner Homuth, 65 Jahre alt, Berliner und Testperson. Der Charlottenburger ist einer von hunderten Probanden, die an der Testphase zur Gesichtserkennungssoftware am Bahnhof Südkreuz teilnehmen, die am 1. August startet. 6 Monate lang scannen extra installierte Kameras die Gesichter der Passanten. Ich komme mehrmals in der Woche hier am Südkreuz vorbei und die Bundespolizei hat mich halt angesprochen. Und da habe ich gesagt, warum nicht? Ist ja für eine gute Sache, wenn man Verbrecher fangen kann. Datenschützer haben ja da ganz große Kritikpunkte im Sinne des Datenschutzes, Verfassungsschutz, Persönlichkeitsrechte. Wie sehen Sie das? Ich werde täglich von Google beobachtet mit meinem Smartphone, da macht mir das nichts aus. Wer sich nichts vorzuwerfen hat, der hat doch nichts zu befürchten, denke ich mal. Sind Sie also grundsätzlich für mehr Videoüberwachung, für die Sicherheit in Berlin? Auf jeden Fall, weil es gibt hier viel zu viele Gangster, die eben nicht verfolgbar sind. Und in diesem System sind dann nur Leute drin, die was gemacht haben. Normale Bürger werden ja da gar nicht erfasst. Die werden zwar gefilmt, aber die werden nicht als Verbrecher erkannt, sondern nur die, die schon erkennungsdienstlich fotografiert wurden. Die haben dann wahrscheinlich bei denen auch Fingerabdrücke oder sonst was. Und wenn jemand gesucht wird, dann kann man den so natürlich schneller finden. Das ist eine gute Sache. Erklären Sie mir doch mal bitte, wie lief denn dieses Verfahren ab? Was für Daten mussten Sie hinterlegen? Wie oft wurden Sie fotografiert? Wie lief das ab? Fotografiert haben die mich da unten in diesem Büro 2-mal, einmal von vorne und dann mit Blick nach oben. Und dann musste ich nur meine Adresse hinterlegen, Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse und das war's. Und dann sind die mit mir in Kontakt getreten, haben mir diesen Transponder geschickt. Wollen Sie ihn sehen? Gerne. Mhm. Dieses kleine Ding da. Und das muss ich halt dabei haben. Und wenn ich 25 Mal durch die Kamera gelaufen bin, kriege ich einen Einkaufsgutschein. Das ist toll. Die Bilder der Kameras werden in hochmoderne Computerprogramme eingespeist und ausgewertet. Eine Kamera filmt den Eingang, eine weitere den Ausgang. Eine dritte Kamera behält die Rolltreppe im Blick. Beteiligt an dem Feldversuch sind das Bundesinnenministerium, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei. Wie gut ist die Technik, die momentan auf dem Markt ist? Wie gut und sicher erkennt sie Gesichter wieder? Und dazu haben wir im Vorfeld 300 Testteilnehmer gewinnen können. Die haben ihre Daten zur Verfügung gestellt. Aus den Fotos konnte eine Datenbank generiert werden. Und die Kamerasysteme greifen auf diese Datenbank zurück und schauen nachher, wenn die Personen durch den Testbereich laufen, aha, werden die erkannt, dann werden die gespeichert. Alle anderen, die nicht zur Testgruppe gehören und ganz normale Nutzer oder Reisende hier am Bahnhof sind und durch den Testbereich gehen, die werden auch genauso von den Kameras aufgenommen, aber dann abgeglichen und erkannt, dass sie nicht zur Gruppe gehören, letztendlich gelöscht. Was erhoffen Sie sich denn von der Gesichtserkennung, also Sie im Sinne von Bundesinnenministerium, BKA und Bundespolizei? Es gibt verschiedene Szenarien und Anwendungsmöglichkeiten dann für eine Gesichtserkennung. Wir als Sicherheitsbehörde rechnen uns da schon viele Chancen aus. Also ich denke nur mal an weggelaufene Kinder oder an entführte Kinder. Wenn wir da Fotos dann bekommen und abgleichen können, okay, wo sind sie aufgetaucht, dann ist das, denke ich mal, im Sinne der Gefahrenabwehr für alle nachzuvollziehen. Aber es gibt auch andere Szenarien, wo man sucht Straftäter, die irgendwelche Gewalttaten gemacht haben. Und wenn wir hier durch die Nutzung von Videotechnik dazu kommen, schneller handeln zu können als Polizei, denke ich mal, ist das für alle ein gutes Ziel. Also auch zum Stichwort Terrorabwehr? Auch da, auch das ist denkbar. Wie gesagt, es sind unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten dann zu bewerten. Letztendlich ist das auch eine Frage der Politik und der Gesetzgebung. Entwickelt wurde das eingesetzte System von einer Dresdner Firma. Laut Hersteller erkennt die Software eine Person in weniger als einer Minute, auch in Bewegung. Kopfgröße, Augenposition, Geschlecht, all das nutzt die Software zur Erkennung. Das System erfasst über eine solche Kamera alle Gesichter, die im Blickfeld zu sehen sind, vergleicht diese Gesichter mit den gespeicherten Fotos und kann die Ähnlichkeiten feststellen. Das sind mathematische Algorithmen, die wir über die letzten 20 Jahre entwickelt haben, um die Charakteristika eines Gesichtes zu analysieren und dann zu vergleichen mit einem anderen Foto. Wenn dann der Ähnlichkeitswert, den das System berechnet, eine gewisse Größe hat, über einem gewissen Wert drüber liegt, dann sagt das System, okay, diese Person könnte eventuell die sein, die auf dem Foto zu sehen ist. Und dann ist der Mensch gefragt zu sagen, ja, gucke ich mal hin, tatsächlich, diese Person sollte ich mir genauer anschauen. Das Ganze ist also ein Werkzeug für die Polizei in diesem Fall oder für den Benutzer, um die Auswahl der zu beobachtenden Personen einzuschränken auf die, die gewisse Ähnlichkeiten mit gesuchten Personen haben.
Und wie groß, also wie viele Punkte scannt denn diese Kamera und wie genau macht sie das denn? Also wo liegt denn da die Fehlerquelle? Ja, mit Punkten kann man das gar nicht erklären. Das ist ein Mustererkennungsprozess, der im Gesicht durchgeführt wird. Und das ist also nicht mit Punkten zu beziffern. Das ist ein relativ komplizierter mathematischer Algorithmus, der dahinter steckt. Die Fehlerraten hängen immer davon ab, wie gut die Bilder sind, die man miteinander vergleicht. Bei so einem Videosystem zum Beispiel davon, ob die Umgebungsbedingungen optimal sind oder nicht, ob die Kamera, die man verwendet, optimal ist, ob sie in einer optimalen Position aufgehängt ist. Also ob man es schafft, möglichst gute Bilder der Gesichter aufzunehmen. Wie genau ist denn die Kamera oder das System an sich bei Mützen, bei Schals, bei Brillen, bei ähnlichen Sachen, die man eben auch in den Wintermonaten an sich trägt? Ja, also es kommt immer darauf an, wie gut der innere Bereich des Gesichts noch zu sehen ist. Wenn das der Fall ist, spielen Mützen, Schals und so weiter überhaupt keine Rolle. Brillen auch nicht, sogar Sonnenbrillen. Sie haben vielleicht den Treffer eben gesehen mit einer Person, die eine Sonnenbrille aufhat. Auch das funktioniert inzwischen. Also von daher ist eigentlich zwischen Sommer und Winter kein großer Unterschied. Am ehesten vielleicht noch von den Lichtverhältnissen. Wenn Sie große Glasflächen haben, sind die Lichtverhältnisse im Winter natürlich anders als im Sommer. Aber auch das ist ein Problem, was wir vor 10, 15 Jahren noch hatten in der Technologie, was inzwischen aber auch eigentlich mehr oder weniger gelöst ist. Laut Innenverwaltung sind derzeit rund 14.700 Überwachungskameras in Berlin installiert, private Kameras nicht mitgerechnet. Grund genug für Datenschützer, Alarm zu schlagen. Auch der Deutsche Anwaltverein machte seine Bedenken deutlich, als Testversion sei der Versuch okay, als reale Anwendung aber nicht. Denn dafür wäre eine Rechtsgrundlage erforderlich, die es heute noch gar nicht gibt. Wir haben auch den Zweifel, dass eine solche Rechtsgrundlage durch den Deutschen Bundestag überhaupt geschaffen werden kann, weil es zwingende Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes gibt, aus unserer Verfassung abgeleitet, Artikel 1, Artikel 2. Aber auch aus Europa gibt es klare Vorgaben zum Schutz unseres Persönlichkeitsrechts. Und warum beanstanden Sie gerade diese Gesichtserkennung? Wo ist da bei Ihnen das Ding, wo man sagt, das ist eben doch noch eine ganz andere Nummer? Also der entscheidende Punkt ist, dass alles, was Sie mit Selfies machen, das machen Sie ja bewusst für sich. Und Sie entscheiden über jedes Bild, ob das in jedem Einzelnen Fall gut und richtig ist eine ganz andere Frage, aber das entscheiden Sie. Wenn Sie aufgenommen werden im Bahnhof, entscheiden Sie das nicht, sondern das entscheidet der Betreiber des Bahnhofes, respektive die Polizei oder wer auch immer diese Kamerasysteme betreibt. Wenn Sie dann sagen, naja, ich habe doch nichts zu verbergen, dann meine ich, ist es ziemlich naiv, weil es kommt nicht darauf an, ob man selber aus Befindlichkeit heraus sagt, naja, mir ist das nicht so wichtig, sondern das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn sich in diesem Land das Gefühl, das allgemeine Gefühl des Überwachtseins einschleicht, dann bekommen wir alle eine Schere im Kopf, weil wir sagen, na, dann verhalten wir uns eben mal anders, als wir es eigentlich wollten. Wir sagen was anderes, wir gehen vielleicht nicht an Plätze, an denen wir sonst hingegangen wären. Das heißt, unsere Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt nur durch das Gefühl. Und da hilft es nichts, wenn jemand anders sagt, na, ich habe dieses Gefühl nicht, sondern es gilt eben dieses allgemeine Gefühl des Überwachtseins. Gläserner Bürger, Big Brother oder doch alles halb so wild, die Passanten sehen das differenziert. Im Rahmen von öffentlichen Plätzen, um da dann Verbrecher zu verfolgen. Okay, da würde ich es nicht so kritisch sehen. Ich meinte jetzt meinen Einwand eher auf den privaten Bereich letztendlich. Ne? Also das heißt, wenn man versucht, irgendwie zu privaten Zwecken irgendwelche Gesichtserkennungen vorzunehmen, da würde ich es eher unangemessen halten. In dem Bereich würde es durchaus gehen. Die Menschen werden noch mehr kontrolliert, das ist nicht so gut. Ja. Also eher kritisch. Eher kritisch, ja. Ja. Aber es soll ja auch gegen Gewalt helfen und Früherkennung. Ja, sicherlich. Ich meine, wenn es dagegen hilft, wäre das gut. Aber wenn das ausgebreitet wird und man wird überall beobachtet, wo man hingeht, dann ist man ja kein privater Mensch mehr. Ne? Ich bin nur öffentlich unterwegs und auch nachts. Und ich würde es schon ganz gut finden, wenn ein bisschen mehr Präsenz ist in irgendeiner Art. Datenschützer sagen jetzt, gläserner Mensch, zu viel Big Brother. Was sagen Sie? Jeder Mensch hat ein Handy. Also ich weiß nicht, welche Nachrichten alle sonst wo landen, die ich meinen Kindern schicke. Christopher Lauer, Ex-Pirat, danach Sozialdemokrat, ist bekannt für seine kontroverse Haltung. Die Gesichtserkennung am Südkreuz ist für den Datenschutzexperten schon als Testlauf eine Farce.
Mehr Kameras bringen keine Sicherheit, das ist kompletter Quatsch. Kameras, das haben jetzt schon mehrere Studien bewiesen, bringen nicht eine höhere Aufklärungsquote, hindern Täter nicht daran, Straftaten zu begehen und von daher bringt es nichts, das ist kompletter Quatsch. Stehen Sie denn auch der Testphase schon kritisch gegenüber oder nur, wenn es dann wirklich ernst werden sollte? Ja, wenn dieses System einmal online gehen würde, stünde direkt jeder, der gefilmt würde, unter Verdacht. Weil die Kamera muss ja dann mit einer Datenbank das Bild abgleichen, um herauszufinden, ob sie jetzt ein gesuchter Verbrecher sind oder nicht. Das heißt, erstmal ist jeder verdächtig. Und wenn dieses Kamerasystem, und das wird sein, selbst bei einer Fehlerquote von 1 zu einer Million, wo man jetzt sagen würde, oh, das ist aber wenig Fehler, bei 3 Millionen Fahrgästen am Tag, alleine bei der BVG, würde das bedeuten, dass sie 3 Fehleinsätze der Polizei am Tag hätten. Und das ist in meinen Augen ist es halt mit nichts zu rechtfertigen, dass hier unbescholtene Bürgerinnen und Bürger vom Staat auf einmal verdächtig werden, nur weil irgendeine Kamera verrückt spielt. Das ist katastrophal. Und das ist auch das Gegenteil davon, dass sich irgendwie Leute mit Sicherheits- und Ordnungspolitik auseinandersetzen. Die Ergebnisse werden erst im kommenden Jahr bekannt werden. Bis dahin steht Proband Werner Hochmuth buchstäblich unter besonderer Beobachtung.